Junge, was ist denn das? So geil. Jo, Freunde, was geht? Wir sind jetzt mit Mario. Wer ist noch dabei? Paul und Patrick ist noch dabei. Wir haben ein TÜV-Moped mit dabei. Der Junge hat, glaube ich, 60 Kubik drauf. AOA3. Scheibenbremse normal. Ja, das Klassische, was halt so ein TÜV-Moped hat. Oh, hell no. Ja, da guckt der Plastibomber, wa? Wenn Mario gleich hier anschippt, hä, Bock aufs Rennen oder so, dann tut er mich komplett versenkt. Ich rieche es doch schon. Warte. Nein, gib nicht Gas. Nein! Mario! Jawohl, nein! Jawohl, jetzt! Ja, ich pass ab mit der Karre hier! Und es geht also, bergauf! Das war's jetzt für mich! Schlimm, ne? Der Bergab war schon schlimm! Jawohl! Pass auf, der schaltet den Gang runter und dann ist er weg! Also was? Ja, okay. Der gibt ja nicht mal Gas. Und der zieht uns schon ab. Er meint ja, dass er noch am Einfahren und so ist und einstellt. Ja, Jürgen. Hat er gesagt, ja. Also er musste gerade neben mir runterschalten. Schon ein bisschen cringe. Ein Sport und ein Golf TSI. Ich hätte den Schrumpf mitnehmen sollen. Nein! Ja, komm, leck mal da her, Alter. Auch noch links. Alter, diese Straße, Alter. Ich weise diese Unterstellungen zurück. Oh, die Kurve, Alter. Schon ein bisschen komisch, ne? Was? Klingt schon ein bisschen komisch. Schreit so irgendwie. Ja, die summt. Ständig vierter Gang, dritter Gang, vierter, dritter, dann wieder doch vierter. Dritter. Oh, only dritter hier. Also jetzt links kommt ein Parkplatz, da könnten wir theoretisch auf Patrick warten. Oder ich stehe auf der Straße. Wo ist Mario hin? Wie viele Kilometer bist du schon gefahren? 346. Also bist du eigentlich schon eingefahren, oder? Also Zylinder ist eingefahren. Nur Einstellarbeiten. Hier kommst du ja nicht vorbei. Hallo! Was wird das hier? Sexuelle Belästigung? Weißt du. Felix mit seiner Rasselkiste war so. Digga. Los, Patrick, auf geht's. Hello there! Ah, aber schöne Kurven. Kurvenballern. Crossreifen. Verstehst du immer noch nicht. Junge, Kurve. Ah, ui, ui, ui. Patrick, Achtung, steile Kurve. Ah, finde ich geil, Entschuldigung. Jetzt zieht er vorbei. Ich höre dein Motor bis hier durch. Kurve schneiden. Oh, Gegenverkehr, Motorrad. Digga, ich hab so eine scheiß Kurvenlage, Alter. Kurve schneiden. Oh.
Hey, es macht voll Bock hier zu ballern. Junge! Boah, in den Kurven kann ich wieder aufholen. Junge, die Supermoto war so geil, Alter. Aber auf den Graden zieht er mir weg. Die Supermoto, Alter, das will ich auch mal fahren. Boah, die rauchen einfach Shisha. Liebe Shisha-Gemeinde, Shisha la Visha. Hallo. Blitzer. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum jemand so 10er reingeschrien hat. Ich höre hier Windgeräusche und alles und dann denke ich immer, dass ich dagegen anschreien muss, aber weil ihr ja meinte, dass man das kaum hört durch den Integralhelm, kann ich auch leiser reden, hey? Ja. Alles sehr gut. Hey, du. Boah, das ist auch Taktik. Diese Ultimate Super, ey, hier gibt's keine 10, was ist das für ein Scheiß? Das ist super für 1,82. Ah, 1,2 gibt's super, ne? Ey, E10. Pass auf. Also gut. Ja, Junge, wie hart ist das Fahrwerk? Ja, bei den Jahren. Ja. Warte. Oh. Dann noch eine Frage. Also hier wegen diesen Unterzugstreben da, die kriegt man, die kann man ja praktisch nicht kaufen auf eBay, oder? Also. Okay. Okay. Den Enduro-Streben kann man ja hier in allen möglichen Shops kaufen, aber die hier sehe ich halt eben nie. Das tut ihr, ja, das ist bei mir auch so, ja. Hallo? Hallo? Ah. Na Junge, den sein Fahrwerk, das ist meine so hart, Alter. Mann, jetzt fehlt Patrick. Aber Patrick ist rüber. Was? Nein, ich bin nicht über Rot gefahren. Nicht eine Sekunde Rot oder so. Gibst du schon Vollgas? Hä? Ist es schon Vollgas? Was? Ja, ob du gerade Vollgas fährst. Nö. Dann mach mal. Pass auf, Luis, jetzt kommt dein Rezo. Ja, der Fiat, der hat doch nachschauen. Ja, Junge, Alter. Ja, aber da kommt Mario 10 ab. Lass auf Fiat jagen. Wenn er meint, dass er nicht richtig eingestellt, aber. Paul, ich kann zwar schlecht beurteilen, ob er wirklich Gas gibt. Aber sonst für FPS finde ich das ein bisschen schwach. Digga, Jungs, es ist gerade das Unmöglichste passiert, was passieren kann. Wir sind hier gerade lang gefahren und er wollte hier eine Ampel Gas geben und sein Gaszug ist einfach gerissen. Der ist einfach gerissen, Alter. Und das ist schon der zweite jetzt innerhalb von, was sind es? 2 Monate oder so. Und ja, jetzt kommt Finn her. Der bringt uns kurz einen Bauernzug hoffentlich vorbei. Wir rollen jetzt kurz runter zum McDonald's, damit wir uns dort kurz reinstellen können. Ist recht, natürlich ist schon wieder mein Akku leer gewesen in dem Moment. Das ist hier das beste Timing, was es gibt. Jetzt! Miau!
Ah. Junge, was ist denn das? Ja, gut. Der ist voll ab. A few moments later. Oh, Straßenleiter ist an. Leise klemmt der Zentimeter. Der klemmt an. Achso, kannst du nochmal das schöne ASMR. Vizi! Ich wollte meinen Arsch in die Kamera halten. Ja, egal. Spaß, Digga. Ja, ich hab keinen Bock mehr, meinen halben Tag lang mein Handy herumzuzeigen. Ja, das ist doch nicht mein Problem. Also, es wird jetzt auch das Ende vom Video sein. Mit diesem geilen Sonnenuntergang. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mit der kleinen TÜV-Karre und dem Bauernzug, der gerissen ist und so. Ja. Lasst ein Abo da, Like, Kommentar schreiben, wenn ihr wollt. Also dann, haut rein, katapultiert mich auf die 1 in den YouTube-Empfehlungen. Jungs, danke für den Support. Bis zum nächsten Video. Ciao.